Hallihallo und willkommen zur nächsten lustigen Runde der FIFA 14 Prediction, der Ultimate Team Spieler und auch generell ja der Ratings der Spieler, die in FIFA 14 dann antreten sollen. Ja, wir fangen heute an mit einem der meistgehassten, / meistgeliebten Spieler in FIFA 14, eher wahrscheinlich meistgehasst im Gegenkommt. Und zwar Alexander S. war ein letztes Jahr oder sogar dieses Jahr in FIFA 13 ein 75-rateter Stürmer mit unfassbaren Werten, 90 Tempo, 70 Schuss, 75 Dribbling, 73 Kopfball für einen 75er Stürmer, natürlich schon krasse Werte. Und einer, der einfach immer gegen eingetroffen hat, wenn man gespielt hat. Nächstes Jahr allerdings in FIFA 14, also in FIFA 14, wird er wohl zu ziemlich großer Wahrscheinlichkeit ein Silberspieler werden im linken Mittelfeld. In Seasons ist er, glaube ich, schon auf 73, 72, sowas um den Dreh runter. In echt hat er auch meistens linkes Mittelfeld gespielt. Wenn er überhaupt gespielt hat, das wird es halt ausmachen, dass er Silber wird, da er halt kaum gespielt hat und echt, ich glaube, auch nur ein oder zwei Tore gemacht hat. Und ich habe ihm mal Stats gemacht, 89 Tempo, 66 Schuss, 70 Dribbling. Wenn er nächstes Jahr so ungefähr die Werte hat, wird er wieder einer sein, der sehr oft benutzt wird in Silber-Bundesliga-Teams. Aber ich denke mal, er wird auf jeden Fall nächstes Jahr uns nicht mehr so häufig antreffen. Werden wir ihn nicht so häufig antreffen wie dieses Jahr in Teams. Der nächste ist dann Romelu Lukaku, letztes Jahr aus, also in FIFA 13 ausgeliehen, ja, an West Brom Albion. Silberspieler mit 81 Tempo, 73 Schuss und 74 Kopfball dazu. Natürlich noch sehr, sehr stark und sehr, sehr groß. Einer, der wirklich ganz, ganz schwer vom Ball zu trennen ist, wenn er ihn mal hat und eure Fahrt aufgenommen hat. Wechselt er jetzt wieder zurück zu Chelsea, die ihn ja nicht abgeben wollen und wenn er nur ausleihen wollen, aber ich denke mal, er wird sich versuchen, da durchzusetzen. Wird, denke ich mal, auf jeden Fall auch zu einem Gold-Upgrade bekommen, hat viele Tore geschossen, ich glaube in ein paar drei Spielen 17, 18 Tore. Ich habe ihn mal auf 77, der um den Bereich wird zu sein, 83 Tempo, 78 Schuss und 78 Dribbling, vor allem sein Schuss-Upgrade wird, denke ich mal, das größte sein, da er halt so viele Tore geschossen hat, dürfte sein Abschluss und seine Schusskraft wohl nochmal hochgehen. Und ich denke mal, Lukaku wird wieder einer sein, den wir nächstes Jahr öfter in Teams sehen werden als dieses Jahr, denn Silberteams, ja, da sind ja weniger öfter zu spielen als die ganzen Goldteams, die man immer sieht. Der nächste, den viele von euch sehen wollten, der ich ihn mal bewerte, ist Serdar Shaqiri. Und der junge Mann hat halt letztes Jahr, auch wenn er wirklich ein sehr, sehr guter Spieler ist, meiner Meinung nach, er hat halt wenig Einsatzzeit bekommen, da er meistens nur eingewechselt wurde und dadurch ja nicht so die Mega-Chance hatte, sich zu beweisen. Meistens eingewechselt und selten von Anfang an. Ich habe ihn um 1 hochgesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass EA sagt auf 80, aber ich denke mal, viel höher kann es nicht gehen. Ich habe ihn mal jetzt um 1 hochgesetzt und seine Stats alle minimal verbessert. 89 Tempo, 77 Schuss, so die zwei größten, denn ich denke, er ist schon recht schnell und recht gut auf den Beinen. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass es zwischen 78 und 80 EA ihm alles möglich geben könnte, da er halt, wie gesagt, nur immer meistens eingewechselt wurde und er die Joker-Rolle übernommen hat. Und von daher könnte es schwierig werden für ihn, da die größten Upgrades zu bekommen für nächstes Jahr. Der nächste Spieler, der hat schon sein erstes Upgrade bekommen gehabt. Und zwar noch während FIFA 13, das ist Stefan El-Shaarawy. Der war als erstes ein zentraler Stürmer auf 79er Bewertung, wurde auf 81 hochgewertet und ich sag mal, er wird am Ende im FIFA 14 zwischen 82 und 83 landen, denn er hat wirklich eine starke Saison gespielt, viele Tore erzielt, viele Torvorlagen und ist wirklich mit seinen in seinem jungen Alter eine ganz wichtige Person jetzt schon bei Milan geworden, den er jetzt schon die halbe Welt gefühlt jagt. Und von daher denke ich mal, wird sein Update und Upgrade auf jeden Fall ein kleines bisschen da sein. Sein Schuss und vor allem sein Tempo habe ich jetzt hier mal hochgesetzt, genau wie sein Passen. Denn das sind die Werte, die ich in den Spielen von ihm gesehen habe, die wirklich stark zu sehen waren. Er ist schnell, hat eine sensationelle Schusstechnik und wenn es sein muss, auch mal das Auge für den Mitspieler. Und deswegen denke ich mal, könnte 83 schon die Bewertung sein, die wir nächstes Jahr bei ihm ungefähr sehen werden. Der letzte Spieler, den auch viele sehen wollten, den ich bewerte, ist David Luiz. Da schwanke ich noch dazwischen. Es könnte sein, dass EA sagt, wir tun ins zentrale defensive Mittelfeld, da er das ein oder andere Spiel im zentralen defensiven Mittelfeld gespielt hat. Allerdings, meinen Recherchen zufolge, ist er halt etatmäßiger Innenverteidiger und hat auch die meisten Spiele bei Chelsea und vor allem für Brasilien in der Innenverteidigung absolviert. Und ich kann euch leider nicht Entwarnung geben, dass ihr nächstes Jahr weniger sehen werdet, eher noch
Also eher genauso häufig wie dieses Jahr, denn er wird in meinen Augen noch stärker sein als dieses Jahr in FIFA, denn er muss eigentlich fast in allen Werten nochmal ein Upgrade bekommen, wie ich in Spielen gesehen habe. Klar, er leistet sich den einen oder anderen Fehler, aber er steht meistens ganz, ganz stark in den Verteidigungen und ist halt auch einfach ein sehr, sehr schneller Spieler, der auch einen richtig krassen Schuss hat. Also die Tore, die man von ihm sieht, das waren immer richtig geile Longshot- oder Freistoßtore, die 2, 3, 4 stimmt, die er gemacht hat. Aber ich denke mal, das könnte auch interessant werden, ob er eventuell einen ganz geilen Longshot hat nächstes Jahr. Und ja, ich denke mal, David Luiz wird wieder einer der meistgespielten Innenverteidiger nächstes Jahr sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung von euch freuen. Lasst mir doch mal eine Meinung da, was ihr von meinen Bewertungen haltet. Und ansonsten könnt ihr mir natürlich gerne wieder 5 Spieler in den Kommentaren da lassen, die ich für die nächste Episode bewerte. Ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.